Du hast dir mit 18 einen Porsche Panamera gekauft? Ich habe dich vor kurzem im Fernsehen gesehen. Ja. Dann hast du mit 18 Jahren einen Porsche Panamera gekauft. Ja. Und jetzt will ich echt wissen, stimmt das auch? Es stimmt. Das Auto ist meins. Ja? Wenn du gerade sehen kannst, kannst du mit dran fahren. Du bist auch echt 18? Ich bin echt 18. Okay. Ja, ja. Und wie kommt das dazu? Weil ich meine, mit 18, ich war froh, wenn ich ein Fahrrad hatte. Also ich hatte das Geld zum Beispiel noch nicht. Wie kommst du dazu? Ja. Und wieso gerade ein Panamera? Bei mir, es muss einfach auffällig sein. Ich bin auffällig, ich muss ausfallen. Und da war klar, komm, Porsche und Panamera. Weil wer hat mit 18 so ein Auto? Ja. Niemand. Nein, eben. Krass. Gerade das war der Punkt, warum ich ihn holte. Weil jetzt kommen im Fiat oder so. Das haben ja ganz viele. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Und klar, mit dem Panamera gibt es wieder Gerede. Dann heißt es, wie macht ihr das? Warum das Auto? Das ist ja wieder so protzig. Aber genau das. Genau wegen dem. Okay. Ob es ein Porsche ist, ob es ein Ferrari ist, ein Lambo ist, irgendwie dann doch das gleich Auffällige. Okay. Finde ich, ja. Okay. Also, mal ganz ehrlich, ne? Der Anblick, wie du gerade hergefahren bist mit dem Ding, ist schon lustig. Ich weiß. Weil das ein Riesenschiff ist. Genau. Es ist ein Porsche und dann sitzt da auf einmal ein kleines, wasserstoffblondes Mädel drin. Das war der Punkt, genau das. Wie reagieren die Leute generell so drauf? Weil so habe ich erst gedacht, oi, das kann ja heute noch was werden. Entweder man hasst mich oder man liebt mich. Okay. Also was dazwischen ist eigentlich kaum da. Und mit dem Auto ist es eigentlich immer das Gleiche. Die Leute gucken, die glotzen, die machen manchmal sogar noch Bilder. Ganz schlimm ist an der Ampel. Wenn ich an der Ampel stehe, sind da welche Männer im Auto. Also die kommen vom Stauen, vom Glotzen gar nicht mehr raus. Das ist immer so lustig. Ja? Okay. Dann machen sie die Scheibe runter, wollen meine Nummer haben, fahren mir hinterher, machen so. Also das ist immer ganz cool. Okay, ja. Aber das gefällt dir auch, ne? Ja, oder ist das irgendwann nervig? Klar, guck. Ja. Ja. Erkanntest du die oder nicht? Nein. Ja, die sind wahrscheinlich Fahrdorf-Fans. Ja. Die wollten wegen mir. Ja, genau. Wie kann ich mir mit 18 Jahren in Panamera kaufen? Also was machst du beruflich zum Beispiel? Ich arbeite im Büro und ich bin Model. Aha, okay. Model auch nebenbei und auch Influencer. Ah, und auch. Da ist der Haken. Da was zusammen. Weil ich habe mir das schon irgendwie fast gedacht, weil so wie diese Dame hier vor ihrem Auto posiert, das macht sie nicht zum ersten Mal. Genau. Okay, ja spannend. Ich liebe einfach Autos schon seit, schon immer. Okay. Auch, besonders Sportwagen, Supersportwagen. Traumauto? Traumauto wäre jetzt, ich sag mal, es wären zwei. Okay. Der hier zum Beispiel und dann noch ein klaren Supersportwagen, jetzt ein Aventador würde ich mir jetzt kaufen. Okay. Also ich hasse Ferrari. Wieso? Ich mag kein Ferrari, ich bin ein Lamborghini-Mensch. Okay. Ja, ich mag es vom Design nicht, vom Fahren her. Ich weiß nicht. Denke ich, Lambo ist einfach viel. Es ist besser. Aventador in Pink. Ach du Scheiße. Ich mir kaufen Chrom-Pink. Chrom-Pink. So hellrosa Pink. Und dann ich drin. Das wäre also wirklich das Höchste vom Höchsten, oder? Also das wer geht Höchste, denn? Ja. Das heißt, du bist dann wahrscheinlich auch so eine richtige Shopping-Queen, oder? Ja. Ja? Okay, gut. Das ist... Uiuiui. Ja, klar. Aber ich bin auch bodenständig. Okay. Ja, das finde ich... Auch wenn ich jetzt so aussehe, aber ich bin... Ja. Ich finde es interessant, weil ich ganz ehrlich, ich bin ein bisschen gemein und habe mir echt gedacht, eieiei, Blondie mit dem Panamera, boah. Tussi und arrogant und alles, aber das ist immer so, die Leute sehen mich oder wenn sie mich von Facebook kennen, von Instagram, denken sie, die arrogante Blondie, aber wenn sie mich kennenlernen, dann heißt es immer, oh, du bist eigentlich voll cool drauf, hätte ich nicht gedacht. Ja, klar. Das kommt zu 99%. Cool. Immer. Die dachte dann immer so, ich dachte, du wärst voll arrogant oder voll hochnäsig und voll, ja, einfach du nicht bodenständig und so. Ja. Dabei bin ich ja total das Gegenteil. Ja. Und ja, sind sie immer positiv. Cool.
bist du schon mal irgendwie was gefahren, so ein Motorsport oder hast du mal einen Trackday oder ein Fahrsicherheitstraining gemacht? Nö. Weil so verkehrt ist es ja eigentlich nicht, abgesehen davon, dass du immer die Hand oben hast. Ja, es ist eine Limousine. Da braucht sich nicht viel zu fahren. Du kannst viel besser reagieren, wenn du das Lenkrad so hältst. Ja, das ist... Ist dir egal? Nicht egal, aber ich sag mal, im Lambo kann ich so nicht fahren. Ja. Das ist klar. Aber hier, ich kann auch so fahren. Ja, dann kraftst du gleich in die A-Klasse rein. Nee, nicht. Aber kommst du so klar mit so viel PS und Leistung? Ja, klar. Ja? Ja, klar. Ich kenn's eigentlich gar nicht mehr anders. Okay. Ich könnte jetzt kein Polo fahren. Also, ich weiß nicht. Es ist schon so gewöhnt für mich, so normal, dass es wieder das, was normal ist, wieder unnormal wäre. Sag ich's mal so. Ich habe mit dem Tesla meine Fahrschule gemacht. Der hat auch 430 PS gehabt. Mhm. Also... Ja. Und das Ganze mit 18 Jahren. So ist es. Ich habe, glaube ich, irgendwas falsch gemacht. Das fragen sich viele. Das ist krass, also nicht verkehrt. Aber ich will trotzdem mal ein bisschen wissen, weil viele Leute reden ja über ihre krassen Autos, aber haben keine Ahnung, was sie da eigentlich fahren. Mhm. Hast du eigentlich ein bisschen Ahnung von dem Auto hier? Ja, ist erzähl ein mal. Porsche Panamera. Mhm. 79. Okay. Höhebezeichnung. Und es ist ein 6-Zylinder-Diesel. Okay. Mit 250 PS. Okay. Ja, es hat 550 Newtonmeter, was sehr viel ist für so ein Auto, weil im Beispiel Lambo hat 700 Newtonmeter. Ja, klar, ja. Also schon ziemlich viel. Deswegen zieht er auch gut. Wow, dass du das weißt. Ja. Also ich wäre jetzt überrascht gewesen, wenn du schon nur die PS-Zahl gewusst hättest. Ja, das ist schon mal. Krass. Okay. Bist du dann auch jemand, der so mit Freuden dann auch gerne über Autos fachsimpelt? Ja, natürlich. Ja? Ich kann mich den ganzen Tag nur über Autos unterhalten. Okay, ja, also das ist ja spannend. Ich habe schon als kleines Kind mit so Hot Wheels gespielt. Ja? Ja, ja. Die Barbie, die eigentlich mit Barbies hätte spielen sollen, ja, aber mit Hot Wheels spielt. Barbies habe ich auch gespielt. Ach so, okay. Hatte ich ja auch 1000, aber Hot Wheels dann irgendwie auch. Immer auch, und dann hatten wir so einen kleinen aber Ferrari. Aber ist da irgendwas schiefgelaufen in der Jugend oder so? Ich oder irgendwie? hast du irgendwie Brüder gehabt oder was? Das ist ja nicht normal. Also, ich weiß auch nicht, normal ist es nicht, ne? Nö. Das ist schon geil. Also, so, was ich wollte du kurz mal mit dem Stift wieder drin machen. Weil da ist ein Schwarz wieder weg. Willst du vielleicht auch Haare machen oder so? Die sind noch eigentlich da. Sind noch gut. Sind die eigentlich, du hast die gefärbt oder die Haare? Ich habe dunkelblonde Haare. Okay. Also nur aufgehellt. Bei mir ist alles echt, klar. Okay. Oh. Ja, ich die Lippen auch. Wie machst du das? Tja. Gibt es da so einen Trick? Da gibt es bestimmt so einen Kylie Jenner Trick, oder? Ich kenne mich halt auch aus Frankreich. Ja. Wo man so die Lippen so ein bisschen, oder nicht? Mm. Sind die echt so? Ja, vielleicht. Diese Frage lasse ich mal offen. Okay. Kann sich mal jeder für sich selber fragen. Schreibt es unten in die Kommentare rein, Freunde. Unten in die Kommentare. Hat die Noemi echte Lippen oder nicht? Alles andere ist echt? Ja. Stark. Sag ich nichts dazu. Also, alles echt. Ach so, aber unten drum? Da auch alles echt. Okay. Hut ab. Danke. Was soll der ganze Bling-Bling hier drin? Ja, ich sag mal so, oft... wenn die Leute mich sehen, dann kommt immer die Frage, hast Papas Auto genommen? Weil Panamera ist jetzt kein typisches Frauenauto. Nö, stimmt eigentlich, ne? Ja, und deswegen dachte ich halt, gut, muss ich halt innen irgendwie ein bisschen mehr Barbiehaft machen, damit man, wenn man reinschaut, weiß, okay, eine Barbie sitzt drin. Er ist unauffällig, aber auffällig. Ja. So ein Zwischending und ich falle mit der Karre so auf. Vor allem, der Kontrast ist halt krass, weil er dunkel ist und du siehst das Wasserstoffblond echt von Weitem. So ist es, ja. Aber mal so eine ganz freche Frage, nur unter uns. Wie kann man dich zum Beispiel beeindrucken? Gib mal einen Tipp zum Beispiel an mich oder an die Freunde da draußen. So, wie kann man dich beeindrucken? Als Mann natürlich. Ja. Ja, ich sag mal so, es kommt gar nicht drauf an, ob man jetzt ein jemand ist, sage ich jetzt mal, ob es jetzt viel Geld, wenig Geld ist. Natürlich will man jemand, der was bieten kann, das ist ja ganz klar, aber, oder halt wo, ich sag mal, mein Standart gleich ist vom Niveau her, aber ich sag einfach mal, mit Ehrlichkeit
ist einfach Fakt, das wert bei mir am längsten. Okay, interessant. Einfach Ehrlichkeit, so sein, wie man ist und ja, nicht verstellt sein, nicht extra irgendwie jetzt, oh, ich habe mir jetzt ein Lambo geleast, ich will cool machen oder einfach, man ist sich selber, man ist ehrlich. Mhm. Und was würdest du sagen, was würde mir zum Beispiel an Supercar stehen? Ich finde, du bist so ein BMW-Typ. Dir steht so ein M2, M3, M4. So die Richtung würde ich machen. Verflucht, hat sie nicht ganz so unrecht. Warum? Hast du einen? Nee, nee. Also, nö. Aber die Dinge finde ich ganz gut. Haha. Scheiße, hat sie mich erwischt. Sagst du irgendwann einmal, dass das so, so, Schluss mit Barbie, ich mache jetzt mal auf normal. Ich weiß nicht, da muss hier irgendwas passieren. Ja? Okay, gut, Freunde. Dann würde ich mal sagen, dann beenden wir das Video hier mit der Noemi, mit ihrem Porsche Panamera. Hast du noch irgendwelche Worte hier an die Fahrdorf-Zuschauer? Ja. Bleibt locker. Bleibt locker, genau. Genießt geile Autos, habt Spaß mit Autos und für alle, die sich nicht für Autos interessieren, interessiert euch für Autos. Sehr gut. Liken und Abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns wieder in einem neuen Video. Und währenddessen brettern wir noch ein bisschen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, super. So, jetzt zeigst du mir mal, wie man vor so einem Auto posiert. Immer. Du stellst dich so hin und dann machst du ein Bein hoch, okay, und am besten die Hand hier so drauf. Keine Angst wegen dem Lack. Nö, nicht direkt berühren. Okay. Und dann machst du ein Bein hoch und dann stellst du dich schön hin. Brust raus. Brust raus. Mhm. Und dann schön. Hier noch okay, mit den Lippen auch schön. Mit den Lippen, mit den Spiel, Augen, Spiel, mit den, Spiel, mit okay, den Haaren, okay, mit den Händen, kannst du alles so. Genau, so, ein bisschen so. Und dann machst du eine Hand dahin, das andere Hand da. Und dann ein bisschen passieren. Genau, durch die Haare, die Lippen raus, Spiel genau, mit den Augen, genau. Perfekt. Gut, fahren wir weiter.